Gute Nacht, Prinzessin. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit 3 Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Mir scheint ja schon, dass der Typ doch irgendwo ziemlich einfühlsam ist, ne? Ich meine, er kann das ja auch irgendwie... Ach, ja. Oh, guck mal, die süße Lampe. Mach nochmal die andere Einstellung. Nein, mit der Lampe. Los, bevor ich mich umdrehe. Da, hast du das Schäfchen gesehen? Ja. Wieso muss die sich immer erst hin und her hälsen? Hi, du siehst nicht so toll aus, aber ich denke, du willst mir was sagen. Ich befürchte ja immer noch, dass das irgendwie die Tochter ist oder so von ihm, ne? Achso. Das habe ich mir in der letzten Folge, wie auch immer, habe ich mir das schon gedacht. Und das, weil die andere meine ich sah älter aus, dass das die Mutter ist. Die waren ja beide beim Autounfall, sind ja gestorben. Ja, kann natürlich sein. Und die hat es ja dann gesehen auch in dem Moment, ne? Und das sieht mir so... Kannst du mal aufhören, so zu flackern? Ich bin nicht so schnell. Komm, Jodie, trau dich. Du hast Aiden dabei. Das sind nur Geister. Das ist nicht so schlimm wie diese komischen Dinger da. Die Viecher, ja. Ich meine, Geister, streng genommen, können einen ja auch töten, heißt es ja, ne? Wenn sie sich konzentrieren. Jodie. Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Nein, ich will dich von deinem Leiden befreien. Ich sag dir jetzt, dass ich deine tote Frau und deine tote Tochter gesehen habe. Also, vielleicht. Ich weiß es ja nicht. Hallo? Du sollst dich nicht um die Akten kümmern. Ich weiß. Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jodie. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Helen. Laura. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jodie, bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir.
Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Ja, wie bei so vielen wissen die mal wieder alle nicht, wovon sie reden. Ja. Da ist er ja, der Mister möchte gern Casanova mit Gefühlen. Ist er das jetzt hier? Nee. Wo war der denn jetzt? Er ist da hinten, drüben auf der anderen Seite. Ja, weil ich gehe mal davon aus, zu ihm müssen wir wahrscheinlich hin. Ist das ja. Hier das Pentagon oder so? Ist das hier zu. Oh. Ist das nicht? Das ist doch das Eckige, ne? Ja, ja. Jetzt kommt mein Allgemeinwissen hier gerade. Dieser Pentagon-Obermacker kann ganz schön nerven. McGrath? Was ist McGrath? Der Typ war das. Ich hab getan, was sie wollten. Achso. Scheiße. Das geht mich nichts mehr an. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Du hast nur was verloren. Du hast nichts dazu getan. Wir dachten, wir würden das Richtige tun. Aber unser Einsatz, er verleiht dem Pentagon allein die Kontrolle über die Infrawelt. Was wirst du jetzt tun? Gehen. An einen Ort ganz weit weg und versuchen, normal zu leben. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzenauto, Golf spielen. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal, Jody, ich weiß, es war kompliziert zwischen uns und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Gib mir dein Geld und dann lass mich in Ruhe. Nein, oh, scheiße, ich wollte ablehnen. Och, du hättest auch Aiden holen können. Nein, ich wollte ablehnen. Ich habe mich verlesen. Scheiße. Ah, nee. Ach komm, das wolltest du doch. Gib's nein, zu. Ich habe ohne Scheiß, ich habe ablehnen gerade gelesen. Da stand ich aber akzeptieren, glaube ich. Das habe ich dann beim Drücken erst. Scheiße. Und das alles jetzt hier nicht mehr. Schmeiß den Lutscher raus, Mann. Er ist in Sucht nach dir. Komm mit. Ich trau dem Sack immer noch nicht. Nee, ich auch nicht. Oh, weißt du was? Ich habe einen Single Malt bei mir stehen, ein feines Stöffchen. Kommst du gleich nach? Das ist lecker. Na, sowas kann ich doch nicht ablehnen. Gut, wir sehen uns später. Los, komm, Jody. Nathan wartet. Oh, wie blöd ist die eigentlich? Die sagt, die liebt den nicht und dann akzeptiert die das so. Das kann doch gar nicht als Auswahl stehen. Mann! Jetzt stürzt sie sich in ihr Unglück. Oh Gott. Ryan ist ein guter Kerl. Nee, ist er nicht. Ich glaube, er mag dich wirklich sehr. Ich weiß. Nur ich und Aiden sind so kompliziert. Schwer zu sagen. Genau, Aiden. Schmeiß ihn raus. Entwickelt. Ja, hätte ich ja machen können. Eine Scheiße. Ich möchte mich hiermit von jeglicher Akzeptanz distanzieren. Das wollte ich nur noch mal klar gesagt haben. Ich wollte ablehnen. Ich habe wahrscheinlich, ich meine, ablehnen stand auf 2, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann habe ich wahrscheinlich das da gelesen und habe dann die 3 gedrückt oder so. Ich habe zuerst überlegt mit Aiden, aber dann habe ich gedacht, nee, jetzt schieb hier nicht so irgendwie was vor, weißt du? Und dann wollte ich es ablehnen. Und die blöde Kuh, die küsst dieses Arsch dann auch noch.
Geh zu dem Indianer, das ist viel cooler. Okay, wir sind da. Das stimmt. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Aber die Coolen kriegen nicht die Mädels. Wieso? Du bist doch auch cool. Echt? Oh. Okay, dann stimmt das nicht immer. Sagt. Pass auf. Warum guckst du so doof? Du weißt doch ganz genau, dass die ja irgendwas vorhaben. Ja, bitte? Achso, da pass auf wegen ihm jetzt, oder wie? Ja, ja. Okay, das Büro kennen wir schon. Mit dieser komischen Freiheitsstatue da als Engel. Hm. Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Ach so, sag doch, dass da ein Punkt steht. Ja, ich habe ihn auch gerade erst gesehen. Ich warte hier auf 1, 2, 3. Hallo. Und wie heißt du ihn? Jetzt kommt's. Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. Bei der Vorname passt zu ihr. 500.000 Dollar. Für geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Naja, sie braucht auf jeden Fall Geld für einen Neuanfang, oder? Danke. Ja. Fahr zum Indianer. Ich meine, ablehnen wäre dumm, ganz ehrlich. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Sag mir, wenn du ein Baby kriegst. Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht. Warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Sei froh. Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen. Aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Und hat sie gefangen gehalten. Dies scheint aber nicht süßlich zu sein. Alan. Laura. Ihr beide fehlt mir so sehr. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jody. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jody. Nathan. Nein. Nein. Tu das bitte nicht.
Ihre Stimmen sind verschwunden seit 15 Jahren. Seit dem Tag, an dem ich sie durch ein kleines Mädchen hören konnte. Ich bitte dich, Jody, tu das für mich. Gib mir deine Hände. Ey, wir haben ihn gerade abgewiesen. Ich meine, das wäre ja okay, wenn er die dann freilassen würde, weil offenbar hält er sie ja gefangen. Weißt du? Mhm. Du tust uns weh. Wir wollen endlich gehen. Lass uns los! Du lügst. Helen hat das nicht gesagt. Du warst das. Du hältst sie hier fest. Die beiden sind eingesperrt zwischen zwei Welten. Das ist überhaupt nicht wahr. Du lügst. Ich weiß, dass sie wieder bei mir sein wollen. Ich weiß, sie wollen bei mir sein. Du folterst sie, Nathan. Wenn du sie liebst, wenn du sie wirklich liebst, dann lass sie endlich gehen. Sie sind längst tot. Längst tot? Der Tod ist gar nichts. Verstehst du mich? Gar nichts. Leb wohl, Nathan. Ich hoffe, du findest Frieden. Ich weiß nur nicht, was ihm mehr ins Gewissen geredet hätte. Das Argumentieren oder vielleicht das Kalte. Deswegen war ich erst am Überlegen. Aber das war so ein Zittern, als ob ich nicht so viel Zeit habe, weißt du? Und Argumentieren ist natürlich immer besser. Ja. Aber so wie der drauf ist, würde es mich auch nicht wundern, wenn er mich die ganze Zeit beschatten lässt und ich dann also ich nicht, sondern sie, dann irgendwann mal ein Kind kriegt und er dann da hinterher ist oder so, weil die ja die gleiche Gabe haben könnte, ne? Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, wollte ich auch gerade sagen, weißt du, wo du hin willst? Ja. Warte mal, aber eigentlich müssen wir erstmal runterfahren. Wir müssen ja, ne? Ha, bin ich gut? Oder bin ich gut? Mhm. Drückst du jetzt auch mal? Hallo! Hi, Jody. Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation, leider. Wir können Sie nicht gehen lassen. Schrei doch nicht so. Töten können wir Sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jody. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe. Weiß der Nathan das? Also ich kann gerade nichts machen. Jody. Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Hilf mir, Nathan.
Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Wovon redest du bloß? Das Eindämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Es sind nicht nur Seelen auf der anderen Seite. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jody. Alles wird einfach perfekt sein. Hab Vertrauen in mich. Alles wird gut ausgehen.